Chinas Eisenbahnministerium, eines der größten Monopole des Landes, und es verbietet strikt den Verkauf von Fahrscheinen ohne Lizenz. Dabei wird das Ticketsystem des Ministeriums schon lange kritisiert, es habe völlig versagt. Das chinesische Neujahr nähert sich rasch. Für geschätzte 225 Millionen Menschen, die erwartungsgemäß nach Hause reisen möchten, wird das wieder ein Problem. Um das offizielle Online-Ticketsystem zu umgehen, hat ein Programmierer eine Software entwickelt und den Online-Ticketverkauf erleichtert. Dies wurde so beliebt, dass es die Ticket-Webseite des Ministeriums abstürzen ließ. Das hat die staatliche Global Times aber nicht davon abgehalten, das Staatsmonopol der Eisenbahnen zu verteidigen. In einem Artikel am Montag behauptet die Zeitung, die Privatisierung der Eisenbahnen würde ein Desaster bedeuten. Für Millionen Reisende ist es das aber bereits. Es ist absurd, dass die Eisenbahn nach einer Privatisierung zu einem Desaster würde. Das wird richtigen Marktwettbewerb bringen. Es wird den Kunden nützen und die Preise senken. Es wird die Effizienz verbessern und auch Korruption vorbeugen. Aber es scheint, die Eisenbahnbehörden sind zur strengen Kontrolle des Ticketverkaufs angehalten. Anfang Januar wurde ein Paar aus der Provinz Guangzhou eingesperrt, weil es Tickets verkaufte, ohne eine Lizenz dafür zu haben. Herr Chong und Frau Mo berechneten eine kleine Gebühr von etwa 1 Euro, um Wanderarbeitern zu einem Ticket zu verhelfen. Viele sahen das als großen Service. Wanderarbeiter haben nicht den Luxus Zeit, um in langen Schlangen auf ein Ticket zu warten. Viele sind computerunkundig, weshalb ein Online-Ticket keine Möglichkeit ist. Doch dieses Paar steht nun vor einer Gefängnisstrafe von bis zu 3 Jahren und einer möglichen Geldstrafe von über 25.000 Yen, das sind fast 3.000 Euro. Die diesjährige Reisezeit startet am 26. Januar und endet am 6. März.